Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Community Crunch. Jetzt ist Samstag, ihr wisst, immer samstags kommen die News. Ich nehme das Ganze hier um 3.26 Uhr nachts auf. Ja, ich bleibe immer so lange wach und warte, bis die News kommen, um dann für euch das Video aufzunehmen. Jeden Freitag auf Samstag Nacht. Könnt mir gerne auf Twitch manchmal folgen. Ich streame eigentlich jeden Tag auf Twitch mittlerweile. Nicht immer arg, aber regelmäßig arg. Und wenn ihr das Video schaut, zum Beispiel jetzt am Samstag, filme ich ein neues Projekt auf arg, also in arg wieder. Also schaut auch gerne mal vorbei. Nebenbei mal so, auch nebenbei so ein paar Infos. So Leute, ich habe es jetzt mal mir ein bisschen zu Herzen genommen, weil oftmals ein paar Sachen kamen mit Vorlesen und ja, dass da ein bisschen Hänger drin sind und den ganzen Kram. Habe ich mir jetzt das so vorgestellt, dass wir in den Arc News, ich bin jetzt vorhin mal mehrfach als durchgegangen, ich habe auch noch mit dem Übersetzerprogramm, ihr seht jetzt sogar noch, auch noch mal ein paar Sachen übersetzt, falls ich irgendwie was nicht wusste und so ein Kram. Und wir gehen das Ganze einfach jetzt zusammengefasst durch, weil ich muss ja nicht wortwörtlich übersetzen, ich kann es ja einfach wiedergeben, um was es auf jeden Fall in den News gibt. Und man kann vorweg sein, bevor ihr jetzt abschaltet, es gibt geile Sachen zu Maps, neuen Mods, zum Mod-Support für Konsolen. Gibt ein paar Sachen. Also ich würde sagen, wir gehen mal einfach mal in die News, Leute. So Leute, also wir fangen erstmal an. Das große Titel des Community Crunches 331 ist im Endeffekt das PAX West 2022 Recap. Wer nicht weiß, was die PAX West war, das hier ist ein Teil davon, nämlich als eine Messe. Sowas wie die Gamescom wahrscheinlich in kleiner, keine Ahnung, auf jeden Fall so eine Messe halt. Und hier hatte halt Wildcard einen Stand. Warum die nicht auf der Gamescom waren? Auf jeden Fall konnte die an diesem Stand im Endeffekt mit einer Helena sprechen. Ja, hier war so eine Helena aufgebaut, die hat man im Stream schon gesehen. Und man konnte die Nintendo Switch-Version spielen, die überarbeitete Version, die ja jetzt die ganzen neuen Updates bekommt. Ich mache es nochmal ganz kurz. Auf der Nintendo Switch gibt es aktuell nur The Island und die bekommen jetzt alle anderen DLC-Karten endlich mal nach. Auf einem Niveau von einer PS4, einer Xbox One. So, das haben die halt hier im Prinzip beschrieben, dass sie halt die Survivor Edition testbar war und dann das Recap, das ist ganz cool fanden, für die halt da waren und so. Ich denke mal, keiner von euch war wahrscheinlich, ich glaube, Kalifornien war das, glaube ich, da war wahrscheinlich keiner von euch. Wenn jemand da war, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es war. Würde mich mega interessieren. Hier seht ihr auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig, das Datum für die Ultimate Survivor Edition. Alle Switch-Besitzer vielleicht rot im Kalender markieren, die Arc spielen wollen. Am 25. Oktober bekommt ihr The Island und Scotch Earth in der überarbeiteten Version auf dem Niveau einer PS4 und einer Xbox One. Ja, habt nochmal ein separates Video dazu gemacht, wo ihr euch nochmal alles angucken könnt. Ihr bekommt dann im Dezember Aboration, im Q1, falls jemand gerade fragt, was Q1 ist. Q1 ist immer das erste von 4 Quartalen im Jahr, also im Prinzip Januar bis März müsste das sein, ja. Da kommt dann Extinction und in Q2 kommt dann Genesis 1 und Genesis 2. Wie gesagt, das ist nur für die Switch-Besitzer. Wir als Consoleros bekommen Quality of Life Updates wahrscheinlich gleichzeitig zum Release. Also tut das schon mal den 25. Oktober auch im Kalender markieren, weil sowas wie vorlesbare Explorer Notes, die dann einfach aufploppen und vorgelesen werden, hat man auch im Video schon gesehen, dass das eine Xbox war, weil der Controller war Xbox. Das heißt, wir bekommen diese Quality Updates auch, aber das sind einfach nur so kleine Anpassungen. Also jetzt kein Riesen, alles wird jetzt geiler, sondern einfach nur kleine Anpassungen für uns. Genau, das war der Community-Livestream, den haben wir uns ja auf Twitch live, auf YouTube live angeguckt, könnt ihr euch noch rückwirkend angucken, ja. Und da ging es halt, wie gesagt, um die ganzen Sachen, um die Vertonungen, hier zum Beispiel Originalsprecher von Rockwell und Helena zum Beispiel, sprechen die Notes vor. Ob die deutsche Synchro bekommen, wissen wir aktuell nicht. Man hat halt, klar, in einem englischen Video halt eine englische Synchro gehabt, ob es eine, wie gesagt, deutsche gibt, weiß ich nicht. Das Video könnt ihr euch nochmal anschauen. Das ging auch um die Komponisten, um die Musik. Es wurde ein bisschen was zu Arc 2, wenn ihr steht, dann wenn ihr keine Spoiler haben wollt. Aber es ging ein bisschen um Arc 2, wie die Musik im Kampf und so ein Kram und generell Arc 1 Musik und so. Das könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Dann gibt es halt das komplette Video, ist aber auch, wie gesagt, in Englisch. Dann geht es um den, ich weiß, oder ich spreche es jetzt falsch aus, ich weiß, dass er Carcharodontosaurus nicht ausgesprochen wird. Ich glaube, es hat eine Anlehnung an seinen Namensvetter. Gebt mal weißer Hai in Latein ein, da wisst ihr auf jeden Fall, wo die Verbindung herkommt. Und ich weiß, alle, die es richtig aussprechen können, Leute, es tut mir schon mal leid an der Stelle, ja. Aber es geht um ihn. Im Endeffekt sagen sie hier, dass sie das Dosier ja gezeigt haben, was ihm selber zum Dino gezeigt haben. Und das haben wir alles in ein Video gepackt. Da kann ich euch gerne das mal unten verlinken. Da haben wir alles ausführlich, den kompletten Explorern, also alles von seinem Dosier uns angeguckt.
alle Infos nochmal zusammengefasst, die wir aktuell haben, mit ein klein wenig Spekulation am Ende, weil man auf dem Dossier ein paar Sachen sieht. Schaut auf jeden Fall gerne mal in das Video rein, wenn ihr was zum, ja, die Norm wollt, den neuen, dem mit C und so. Ihr wisst, den auf dem Bild da halt einfach, den meine ich. Wenn ihr dazu was haben wollt, Link in der Beschreibung. Dann, Leute, geht's um das Mod-OI. Was ist Mod-OI, kommt jetzt die Frage. Ja, Leute, das Mod-OI ist im Prinzip, ich kann es euch nicht 100% sagen. Soweit ich es verstanden habe, ist das ja das neue Programm oder die neue Kooperation, um Mods auf den Konsolen möglich zu machen. Ich will es nicht beschwören, aber ich würde zu 99% sagen, wir reden wirklich nur von ARK 2. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie nachträglich ARK 1 Mod-Support bekommt, das glaube ich nicht. Weil ich auch öfter mal gelesen habe, die Frage, sie reden immer nur davon, dass ARK 2 auf der Konsole einen Mod-Support hat. Ganz wichtig. Weil wie zum Beispiel hier, ich hätte nur, dass halt Modding eine große Bestandteil von Part 1 und ARK 2 sein wird. Aber ARK 1 gibt es ja schon Mods im PC und ich glaube nicht, dass es für Konsole kommt, deswegen wir reden rein von ARK 2. Was ich interessant finde, ist, dass sie Full-Mod-Support für Konsolen schreiben, was ich sehr interessant finde, weil normal ist immer so, dass Sony gerade bei Mods von, also im Prinzip Software von Fremdanbietern, immer ein bisschen, ihr wisst es, Konsolenspieler kennt es, ihr bekommt auch bei Skyrim und so ja nicht alle Mods, die es gibt, immer nur ausgewählte. Ich bin mal gespannt, wie es bei ARK dann wird, ob man wirklich einen kompletten Mod-Support bekommt, weil Full klingt für mich auf jeden Fall nach vollem Mod-Support für Konsolen. Warten wir auf jeden Fall mal ab, was es bei ARK 2 damit sein wird. Kommen wir zu New Sponsors Mods, Leute. Konsolenspieler nicht abschalten. Gibt vielleicht was Cooles, aber das ist ein bisschen Theorie. So, hier könnt ihr auf jeden Fall noch Mods einreichen bis zum 6. Oktober, die in das Sponsored Mod Programm aufgenommen werden können. Die werden wahrscheinlich getestet, bla bla bla. Link in der Beschreibung, also das generelle, der ganze Link. Und dann könnt ihr hier draufklicken, wenn ihr einen coolen Mod kennt, gern ihn damit einreichen. Kommen wir zu Mod Nummer 1. ARK The Sunken World. Ist eine Map. Wie der Name schon sagt, ist es halt eine Map, die viel Unterwasseranteil hat, also sehr groß Unterwasseranteil hat. Und die ist jetzt im Mod-Support drin. Es wird jetzt am Mittwoch, das heißt, wir haben heute den 10., das ist dann wahrscheinlich am 14., 14.09. werde ich ein Video hochladen zu The Sunken World. Ich werde mir bis dahin die Karte ausführlich angucken. Da werden wir ein Mod-Karten-Vorschau-Video machen. Also wer die Karte sich mal gerne angucken möchte, kann auch gerne am 14. einfach mal in das Video reinschauen. Die Karte ist im Mod-Support. Warum habe ich gesagt, Consoleros nicht abschalten? Leute, ich weiß, das ist einfach nur ein kleiner, eventuell könnte sein. Ich will nur sagen, Leute, die Spekulation, ja, ganz kurz. Fjordo war auch mal eine Sponsored-Mod. Jetzt spielen alle drauf. Ja. Ich meine, ich weiß, dass es gibt mehrere Sponsored Mods als nur Sunken World. Glacios ist eine Sponsored Mod und es sind noch viele andere mit dabei. Aber trotzdem. Kleine Chance, dass wir nochmal irgendwann doch noch eine ARK-Karte bekommen. Und nein, es ist nicht unbedingt sicher, dass Fjordo letzte Karte war. Ganz wichtig, es gibt keinen hundertprozentigen Beweis schriftlich, wo drin steht, dass Fjordo das Ende ist. Leute, ganz wichtig, es kann noch was kommen. Bis nächstes Jahr ist noch genug Zeit. Januar? Wäre eine geile Zeit. Die zweite Mod, Leute, ist Paleo ARK. Und an der Stelle möchte ich sagen, Leute, ohne Mist, wenn ihr auf dem PC spielt und ihr habt einen Server, checkt diese Mod aus. Ohne Mist. Hier, Up From The Deeps, ich verfolge ihn auch im Discord und wir haben ja auch auf unserem Server auch Paleo ARK mit drauf. Ist einfach geil. Ohne Mist. Ist einfach eine geile Mod, muss man sagen. Spielt sie. Was macht die Mod, Leute? Die Mod macht, dass ihr neue Dino-Varianten bekommt von alten, bekannten Dinos. Wie zum Beispiel Rexel, von Kentos, Spinos, der Giga kommt demnächst. Einige, viele Tiere sind noch geplant und die sehen einfach mega geil aus. Checkt es auf jeden Fall ab. Ich habe auch dazu ein Video gemacht. Ist schon einen kleinen Ticken älter, da sind nicht mehr alle neuen Dinos drin, weil natürlich regelmäßig Updates kommen. Aber die Haupttiere wie Rexe, Spino, seht ihr auf jeden Fall auch in meinem Paleo ARK Mod-Vorstellungsvideo. Da habe ich sie mal alle zwischen alt und neu nebeneinander gestellt, dass ihr mal seht, was die Farbe ist, die sich verändert. Also, wenn ihr einen Server habt, Leute, checkt sie auf jeden Fall aus. Guckt sie euch an. Safe. Geile Mod. Wirklich richtig, richtig geile Mod. Also Props an. Up From The Deeps. Richtig, richtig gut. Jo, PAX Party Event, Leute. Erhöhte Werte bis zum 12. September. Ob die Farben endlich mal spawnen, ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Server ist, also auf meinen PC-Servern, obwohl aktuelles Event aktiv ist und wir mehrfach Dino-Kills gefühlt machen, spawnen keine Farben.
Schreibt mal die Kommentare. Spawn bei euch Farben? Also, ich weiß nicht. Bei mir spawnen Farben irgendwie nicht. Anders ist scheiße, ey. Ich will die Farben haben. Aber nein, ihr wisst, was ich meine, Leute. Es ist schon spät, sorry. Ja, mehr gibt's nicht. Also, erhöhten Werte, wie immer. Evolution Event. Warum tut jetzt gerade Bixby hier auf zu reden, Bixby? Hallo? Mein Handy ist angegangen. Ja, wir haben uns ein paar Community-Bilder, ein paar Videos, die ihr angucken könnt, auf jeden Fall. Ein paar Fanarts wieder, die ihr euch auch angucken könnt. Ich finde zum Beispiel, wo war das Bild? Das ist ein richtig geiles Bild. Gefällt mir richtig gut. Aber nur mal so nebenbei, Leute. Also, das waren die News. Wir sind schon bei 10 Minuten. Ist eh schon sehr lang dafür, dass eigentlich gar nicht so krass viele drin waren. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall mal die Links ab. Ich versuche euch alle reinzupacken. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, ihr findet auf meinem Kanal das auch. Ja, wenn ich bei dem Paleo-Link vergesse, gibt einfach Paleo-Mod-Vorstellung an. Da findet ihr ein Video auf jeden Fall auch von mir. Also, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns, Leute. Ihr wisst gern, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Lasst gern einen Kommentar da, wenn ihr eh da unten seid. Jedes Kommentar fördert den Algorithmus. Sowas wie, warum nimmst du um 3.37 Uhr ein Video auf? Bist du doof? Schlaf doch lieber. Fördert den Algorithmus, Leute. Also, vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für alles andere. Checkt die Links in der Beschreibung aus und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.